What's this? Huh? You saw it. Not alone anymore. Insanity, meine Besten, hier ist wo ich mag und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Let's Play Projekt. Wir spielen zusammen Space Channel 5 Part 2. Der zweite Teil der Space Channel Reihe und bisher der letzte Teil eben dieser Reihe. Ein Rhythmus-Tanz-Musik-Spiel. Und worum es genau geht, das sehen wir gleich in Bericht 01 Raumschiff nach der Cutscene. Yeah, es ist Ulalas Swinging Report Show. Und ja, wir sind also jetzt auf
dieser Space-Raumstation. Ich weiß nicht genau, was das hier sein soll. Es ist halt irgend so eine Form von Raumschiff oder, keine Ahnung, so eine Chill-Out-Lounge mitten in, ja, im Weltall. Und wie gesagt, hier haben wir diese seltsamen, bösartigen Angreifer, die hier dafür sorgen, dass alle Leute tanzen müssen gegen ihren Willen. Und dann sieht das auch noch albern aus, um Gottes Willen. Und wir haben unten ein Zuschauerrating von 10%, also unsere Einschaltquoten. Und hier sehen wir, worum es grundsätzlich geht. Wir bekommen vom Computer eine Kombination vorgegeben, die wir im richtigen Rhythmus eingeben müssen. Wir können nach oben, unten, links und rechts tanzen. Außerdem haben wir auf zwei Action-Buttons noch die Moves Clue und Hey. Und das hier ist so eine Art kleines Tutorial-Level. Also uns wird hier erstmal so wirklich, uns werden die grundsätzlichen Sachen beigebracht. Die Rhythmen sind ziemlich einfach. Die Hintergrundmusik ist ein ganz simpler Viervierteltakt. Also da gibt es keine Probleme. Hier haben wir gerade gesehen, manchmal muss man gewisse Knöpfe kurz halten und dann in der Regel danach nochmal drücken, um alles richtig zu machen, wie es sein sollte. Und ja, ansonsten, das ist das Gameplay im Kern des Ganzen. Und diese Figur da, die ist, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, Ulala. Ulala ist eine Space-Reporterin, musikalisches Multitalent und scheinbar irgendwie auch Agentin, keine Ahnung. Und das hier ist der zweite Teil von Space Channel 5, wie bereits erwähnt. Der erste Teil, den gibt's auf der Dreamcast, der PlayStation 2 und dem Game Boy Advance. Ich werde gar nicht erst versuchen, die Game Boy Advance-Version aufzutreiben vom ersten Teil, und ich habe keine PlayStation 2 und keine Dreamcast. Insofern habe ich den ersten Teil nie gespielt. Weiß, dass es ihn gibt. Ulala ist ein recht bekannter Sega-Charakter, kommt in diesen ganzen Sega All-Star und Superstar-Geschichten vor, also Tennis und Sonic Racing und so weiter. Da ist Ulala überall dabei. Und insofern durchaus kein unbekanntes und kein unwichtiges Sega-Franchise. War halt auf der einen Konsole, die Sega ganz am Ende seiner Lebensspanne oder ihrer Lebensspanne als Konsolenhersteller hatte. Insofern, ja, nicht das allerbekannteste Spiel, das es gibt, aber auch nicht völlig unbekannt. Und hier sehen wir jetzt die Kampf-Action von Space Channel 5, denn wir haben nicht nur diese normalen Face-Offs sozusagen, sondern müssen eben auch immer wieder mal Gegner besiegen in Form von Robotern und auch, wie wir hier sehen, die Einwohner des Universums retten, indem wir sie mit unserer Pistole mit einem Befehl aus ihrem, Gefangenschaft des ewigen albernen Herumwackelns befreien. Und so können wir uns nach und nach dann in jedem Level so eine Tanzgruppe aufbauen. Das hat an sich nicht wirklich einen Sinn. Ich habe auch bisher nur sehr selten verloren und nie, weil ich keine Herzen mehr hatte. Also ich glaube ja, es müsste wirklich so sein, wenn man keine Herzen mehr hat, dann verliert man. Ich glaube, im ersten Teil war es so, dass es wirklich nur um die Zuschauerquote ging. Da wurde man also aus dem Level geschmissen, wenn die Zuschauerquote unter einen gewissen Prozentsatz fiel oder man hat dann am Ende halt verloren gehabt. Hier geht es also um die Herzen letzten Endes, und die Zuschauerquote sinkt, wenn man einen Move nicht richtig macht, und steigt eben, wenn man die richtigen Moves eingibt. Und seht euch diese dicke Frau an, die da tanzt. Haha, ist das nicht lustig? Und auch noch neben dieser Bodenstange von Lehrer. Ja, und nach werden diese Tanzabschnitte also immer schneller, auch schon im ersten Level. Das Zuschauerrating kann man auch erhöhen, wenn man außerhalb der Tanzsequenzen einen Aktionsknopf drückt manchmal. Das sind in jedem Level, gibt es eine gewisse Anzahl dieser Momente, in denen man den Knopf drücken kann oder muss, um nochmal so ein Prozent drauf zu kriegen. Die muss man aber einfach irgendwie kennen, oder man muss schauen, dass man die irgendwie findet, oder man muss sich das auf Gamepacks durchlesen, so wie ich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe diese Spiele. Ich habe es vor ganz kurzem erst entdeckt, und das hier ist mein zweiter kompletter Story-Durchgang. Irgendwie hatte ich mir auf Steam eine Sega Dreamcast Collection dann gekauft für 9,99 und weil auf einmal, ich weiß nicht mehr genau warum, aber irgendwie hatte ich ganz plötzlich Interesse an diesem Spiel. Ich weiß nicht warum genau. Und ja, auf einmal dachte ich, ach komm, das kaufst du dir einfach mal. Und ich war begeistert. Ich meine, seht euch das an.
dieses ganze Setup ist so bescheuert. Wir bekämpfen irgend so eine, ja, man könnte fast schon sagen, terroristische Verbrecherbande. Und alles, was dieser Typ macht, ist tanzen. Alles, was sie tun, ist, Leute zum Tanzen zu bringen. Mit diesen kleinen, lustigen Roboter mit den Antennen auf dem Kopf. Dieser Typ hat eine Antenne an seinem Anzug dran. Und ich weiß nicht, irgendwie dadurch, dass wir besser tanzen als sie, besiegen wir sie. Was nicht mal wirklich Sinn macht. Ich meine, wir schießen nicht auf ihn oder so. Wir zeigen ihm einfach unsere fetten Moves und nicen Grooves und so weiter und dass wir halt Boogie können und warum? Und es sieht einfach herrlich aus, diese ganzen verschiedenen Figuren, diese reichen Leute, die dicke Frau, der Reggae-Typ da mit seiner fetten Beatbox und dieser übelst dünne Lehrer, diese alte Frau und diese Neo-Japaner, die heißen Neo-Japaner, diese Typen in den Raumanzügen mit der japanischen Flagge vorne drauf. Ich meine, es sieht sowas von bescheuert aus und es macht so viel Spaß, dieses Spiel wirklich. Also allein wegen solcher Sachen schon. Seht euch das an, diese dicken Leute gehen da mit ihren Händen über ihren ganzen Körper rüber, um so ein bisschen erotisch zu tanzen und es sieht, oh, es ist so dermaßen witzig. Es ist so dermaßen witzig. Aber ja, wir haben diese dunkle Kreatur namens Shadow, heißt der Typ. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel vor Sonic Adventure 2 rausgekommen ist. Ich glaube, es könnte sogar sein. Ich bin mir nicht sicher. Aber ja, dieser schwarze Typ da heißt Shadow, der in seinem Strampelanzug. Und jetzt kommen wir in den zweiten oder auch abschließenden Teil eines jeden Levels. Hier haben wir eine mysteriöse Figur, die hinter allem steht. Und hier haben wir unseren ersten Bossgegner, King Kong Khan, die singenden Roboter Serie 01. Und ja, in diesen Bosskämpfen sollen angeblich unsere Ratings in Sterne verwandelt werden. Ich glaube, das ist auch so, aber mir persönlich kommt so vor, als würde es später, naja, als könnte man höchstens irgendwann weniger Sterne bekommen und niemals wirklich, ja, mehr, indem man wirklich, wirklich gut tanzt. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwie bei 10% weniger jetzt keine 6 Sterne gehabt hätte. Wenn man unter 50% hat, hat man, glaube ich, dann ein bisschen weniger oder so, aber naja. Also grundsätzlich ist das hier jetzt unsere Lebensleiste und wir dürfen halt nicht wirklich oft versagen. Insgesamt haben wir 5 Trefferpunkte, also 5-mal können wir versagen und wenn wir dann nochmal versagen, dann endet der Kampf und wir haben verloren. Und auch das hier, ach, ich liebe diese Choreografien, dieses ganze Stomping und so weiter da und das Klatschen, herrlich. Also dieser Kampf macht unglaublich viel Spaß, was das angeht. Und wir sehen, es kommt auch Gesang mit ins Spiel hinein, das hatten wir eben auch schon. Und das wird manchmal dazu eingesetzt, um den Spieler so ein bisschen aus dem Takt zu holen sozusagen. Denn die Gesangsabschnitte in der gegnerischen Choreografie und in der eigenen Choreografie, die sind nicht immer genau gleich. Ja, es ist nicht immer dieselbe Silbenzahl, nicht die gleiche Betonung. Und ja, dadurch kann es durchaus passieren, dass man aus dem Takt kommt. Und deswegen muss man schon, also man braucht Rhythmusgefühl in diesem Spiel. Auch schon in der ersten Stage und man muss wirklich teilweise einfach auf die Musik hören dann und versuchen alles andere auszublenden und dann hat man es etwas leichter. Oder ansonsten, wie gesagt, verschiedene Kombinationen von links, rechts, schießen, nicht schießen, befreien und diesem und jenem. Ja, das Core-Gameplay ist, haben wir schon komplett abgedeckt eigentlich. Es kommt eben darauf an, was das Spiel ausmacht, sind die wundervollen, fantasievollen Areale, die ganzen Figuren, die Gegner und so weiter. Und diese wundervolle, völlig durchgeknallte, bekloppte Story. Und das ist es, weshalb ich dieses Spiel auf einmal wirklich in mein Herz geschlossen hatte. Und ja, wenn ihr auf Musikspiel steht, ey, dann ist das hier wirklich was Geiles, das muss ich schon sagen. Und ich meine, dieser Typ da im Schatten, der sieht so bescheuert aus und sieht ja alles, macht so Boogie und hier und da und ach, ist das schön. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich ganz gerne noch ein anderes Thema anschneiden, aber ich merke gerade, ganz so lange dauert diese Folge nicht mehr, denn das hier ist Post-Commentary. Ich denke, das dürfte auch klar sein, aber das hier, ich weiß nicht, ob das jemand live Let's Playen kann. Keine Ahnung. Ich wäre nicht dazu in der Lage, gleichzeitig zu spielen und einen Kommentar abzugeben dazu. Es geht nicht, also ich könnte es nicht. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, was man für Multitasking-Talent dafür sein muss. Ich bin's nicht, wirklich. Also,
Ja, wenn ihr nicht auf Post-Commentary steht, falls ihr es bis jetzt gemerkt haben solltet, ey, dann tut's mir leid, dann ist das nicht euer Projekt. Aber ich könnte mich null auf den auf den Dingens konzentrieren, auf den Takt und auf das Spiel. Und wir würden wahrscheinlich 50 Folgen lang im ersten Level bleiben und nicht weiterkommen. Aber ja, wir haben die bösen Roboter besiegt, diese finstere Instanz da hinten etwas in die Nüsse gekickt, könnte man sagen, so dürfte es sich für ihn hoffentlich anfühlen. Und wir haben diese Space Station gerettet. In dem Sinne, meine Besten. Ich würde sagen, ich bin Marc. Ich hoffe, diese erste Folge von Space Channel 5 Part 2 hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.